Genau diesen effizienten Umgang brauchen wir in der Wissenschaft im Umgang mit Big Data. Die Unix Shell feiert in den letzten Jahren ihr Comeback. Denn die Unix Shell gibt es schon länger als die meisten ihrer UserInnen. Aber noch einmal ganz von vorne. Was ist die Unix Shell? Wofür brauchen wir sie? Und warum ist sie der Evergreen der Data Science Szene? Was ist also die Unix Shell? Als Unix Shell oder auch einfach Shell bezeichnet man die Benutzerschnittstelle unter Unix-Betriebssystemen, zum Beispiel Linux oder macOS. Und diese Benutzerschnittstelle hat viele Namen und sie alle eins der Begriff Kommandozeile. Diese Kommandozeile findest du unter jedem Betriebssystem, auch unter Windows. Vielleicht bist du dieser Kommandozeile schon mal begegnet. Unter Windows ist die Kommandozeile dieses schwarze Fenster namens CMD oder Eingabeaufforderung. CMD ist weniger intuitiv als das Terminal unter Linux oder macOS. Daher zeige ich dir in unserem Screencast zur Shell, wie du mit der Kommandozeile git bash unter Windows-Betriebssystemen auch einen einfachen Einstieg in die Shell bekommen kannst. Unter Unix-Systemen kommt die Kommandozeile weiß daher, aber sie tun alle das Gleiche. Der Begriff Shell heißt Schale und ist quasi die Schale unseres Kerns. Der Kern unseres Betriebssystems ist der sogenannte Kernel. Du kannst dir das so vorstellen, dass du bestimmte Aktionen auf deiner Hardware an deine Software übermitteln willst. Zum Beispiel drückst du die Taste E und möchtest, dass ein E auf deinem Bildschirm erscheint. Das macht der Kernel. Die Shell wiederum ruft Programme innerhalb deines Systems auf, zum Beispiel deinen Browser. Früher ging das auch nur mit der Shell, also mit der Kommandozeile. Mittlerweile kannst du das aber auch über eine Benutzeroberfläche mit deiner Maus aufrufen. Der Trend ging also zur Nutzung für die breite Masse. Die Kommandozeile hat dennoch in letzter Zeit wieder große Beliebtheit gewonnen, da die Datenmengen immer größer geworden sind und die Shell die Möglichkeit der Automatisierung bietet. Mit der Shell kannst du also sehr große Datenmengen sehr effizient bearbeiten. Sie ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das es dir ermöglicht, komplexe Aufgaben auszuführen. Und das oft mit nur wenigen Tastenanschlägen oder Codezeilen. Sie hilft dir, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und kleinere Aufgaben zu größeren, effizienteren Arbeitsabläufen zu kombinieren. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Du könntest ein Shell-Skript schreiben, mit dem du all deine Daten nach einem bestimmten Muster umbenennst. Und dieses Skript kannst du mit einem Befehl auf so viele Dateien, wie du nur möchtest, anwenden. Stell dir vor, du könntest so 1000 Bilddateien auf einmal umbenennen. Genau diesen effizienten Umgang brauchen wir in der Wissenschaft im Umgang mit Big Data. Dieser automatisierte Ablauf ist zudem weniger fehleranfällig als die manuelle Bearbeitung von Daten. Und das Ganze macht auch noch sehr viel Spaß. Ich persönlich fühle mich immer schon wie eine Hackerin, wenn ich mit der Shell durch mein Filesystem navigieren kann und durch nur einen Befehl Programme installieren kann. Die Vertrautheit mit der Shell ist also nahezu unverzichtbar für die wissenschaftliche Datenverarbeitung geworden. Wir können mit ihr eine breite Palette an wissenschaftlichen Fragen und Herausforderungen bewältigen. Und wenn du also die Shell für dich nutzen möchtest, dann schau dir einfach unseren Screencast zur Unix Shell an. Und keine Sorge, du brauchst dazu absolut kein Vorwissen zu der Shell. Wir starten bei Null. Ich benutze dort git bash unter einem Windows-System. Du kannst aber auch mit deinem Terminal unter Linux und Mac sofort mitmachen. Tatort. Wir befinden uns hier auf dem Unix Shell Tatort. Kommissarin Müller deckt auf.